Hallo Zwergenfreunde und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Die Zwerge. Ja, was haben wir letztes Mal erlebt? Wir sind mit einer Lore gefahren. Sie ist umgekippt, wir haben sie verloren. Und jetzt sind die Zwerge unterwegs zu den Ersten, denn wir brauchen den besten Schmied für unsere Feuerklinge. So, und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir spielen es ja zusammen. Wo müssen wir denn hin? Wo sind denn die? Die Festungswall der Ersten. Okay, das ist noch weit weg. Ist das hier? Ah, wir werden einfach jetzt starten. So. Auf eurer Wanderung stimmt Boindil einige Lieder an. Kurze Zeit später tut Bavrago es ihm gleich, wobei er nicht etwa mitsingt, sondern Ingrimsch mit eigenen Liedern zu überbieten versucht. Als er schließlich ein Liebeslied anstimmt, treibt er Boindil damit zur Weißglut. Du nimmst den Steinmetz zur Seite und fragst, ob er das mit Absicht mache. Sicher mache ich das mit Absicht. Ich werde ihn die ganze Reise überleiden lassen. So kann das nicht weitergehen. Wir können uns nicht untereinander bekämpfen und das geborgene Land retten. Du machst eine kurze Pause, ehe du dich an die Wurzel des Problems heranwagst. Es geht um meine Frau, richtig? Nicht, wie du vielleicht meinst. Smeralda war meine Schwester. Ein junges Ding von gerade 40 Zyklen. Bavragor nimmt einen ordentlichen Schluck von seinem Branntwein, ehe er fortfährt. Sie war fast so kriegerisch wie Boindil. Und sie hatte es sich in ihren Dickkopf gesetzt, ihm im Kampf beizustehen. Eine schlechte Entscheidung. In seinen Augen kannst du den Schmerz erkennen, unter dem er leidet. Du legst ihm eine Hand auf die Schulter und drängst ihn zu nichts. Okay. Das ständige Gezanke von Boindil und Bavragor lenkt dich ab. Goimgar hört als erster das Klappern der Rüstungen. Da kommt etwas! Bevor ihr es euch verseht, stürmen die Orks über einen Hang auf euch zu. Ja, dann werden wir jetzt mal die Orks bekämpfen. So, dann gucken wir mal, wen wir auswählen können. So, ja, dieser Ladebildschirm. Das einzige Spiel, wo wirklich so ein Ladebildschirm ist. Bei den anderen haben wir das gar nicht. So. Da, 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 da. 75% und gleich geht's los. Wen nehmen wir denn? Den Schmied? Ja. Den, wer ist das denn? Das ist der Schmied, ne? Was kann der? Okay. Ach, wir lassen die. Zack. Unterwegs. Ja? Einander. Warum haben die eigentlich nur halb so viel Leben? So gut wie erledigt. Einander. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Kommt mal her hier. So. Na komm, du haust dahin. Ziehst du alle an. Kannst das ja machen. Du machst das auch. Und was kannst du? Du kannst auch den Wirbelwind. Was denn? Zu einer Kreatur. Na komm, dann wollen wir mal weiter. Aber gut wie erledigt. Ein unterwegs. So, jetzt müssen wir aber... Jo. Hä? Wie ist der denn noch da vorne gekommen? Was denn? Schon fast da. Aber klar. So Leute, jetzt haben wir jetzt. Jetzt haben wir sie alle. So. Wo ist er denn? Was ist? Du bist da. Zack. Tungdil. Du bist bestimmt auch da. Du machst das auch mal mit. Wo ist der nächste? Ja? Ich hab gar nicht direkt zugeschlagen. Weiter wollen wir. Unterwegs. Zack. Was denn? Du darfst mal ein bisschen Action machen. Du machst das. Was denn? Du machst das. Was? Zu einfach. Erledigt. Aber klar. Sofort. Ja. So, komm, wir müssen flüchten. Das sind zu viele. Wo ist denn? Auf den Weg. Klar. Ihr müsst ihn vergessen. Der Hammer! Da.
So, dann machen wir jetzt nochmal einmal Action. Komm, Leute. Was ist? Und du machst einmal das. So gut wie erledigt. Ach komm, wir flüchten einfach. Es dürfen sich nicht mehr einen Ausgang. Okay, dann werden wir die mal schnell hier alle umbringen. Zack. Was denn? Zack. Du machst das. Ja? Und du hast da auch nochmal so einen Schlitzer rein. Mhm. So. Ach, sehr gerne. Was ist? Was denn? So, komm, töte ihn. Das ist Pech für dich. So, es dürfen sich keine Feinde in der Nähe des... Abscheuliche Kreatur! Okay. Bin unterwegs! Hier kommt dein Ende! Erledigt! So, und... So gut wie erledigt! Schluss damit! Machen wir auch noch fertig. Ja? Stirbt er denn nicht? Ja? Bam! Einer weniger! In Ordnung! So. Und weiter! Was ist? Sofort! Was da? Ach, ein Pferd ist auch in der Nähe, ist bestimmt der hier vorne. Ach, ja, bestimmt der. So, zack. Zack. Mhm. Was da auch und. Und jetzt? Ja. Logisch! Und weiter! Was denn? Also so gut wie erledigt! Nein, Zwerg. Ah, Gott sei Dank. Und wir haben es geschafft. Wir sind der Ork-Horde entflüchtet. Aber wir haben ein paar Mal niedergemetzelt. Das war erfrischend. Hey, da kommt noch mehr. 3, 4, 5? 5 oder 6? 5 oder 6? Puh. Er meint 5 oder 600. Goimgar wird kreidebleich. Das sind zu viele. Zur Stadt, los! Okay, 5-600, das war ein bisschen viel. Aber warum ist er schon Level 8? Goimgar. Verstehe ich nicht, okay. Ah ja, Gold haben wir bekommen und eine Perle. Gehen wir in die Stadt. Ihr flüchtet euch nach Mephordania mit Goimgar an vorderster Front. Die Orks in seinem Rücken scheinen ungeahnte Kräfte in ihm zu mobilisieren. Und so erreicht er das Tor als Erster und hämmert dagegen. Er sagt etwas und huscht durch eine kleine Pforte, die für ihn geöffnet wurde. Augenblicke später erreicht auch ihr das Tor. Herein, schnell! Ihr drängt euch durch das Tor und neben euch bohren sich die ersten Pfeile der Orks ins Holz. Oh, jetzt geht's ab. Ein paar hundert Orks? Das kann was werden. So, dann bin ich mal gespannt, wie viele Orks jetzt auf uns warten. Der andere Zwerg meinte, wir sollen das Tor gleich hinter ihm verriegeln. Aber wir können jeden starken Arm gebrauchen, wenn die Orks kommen. Dieser verräterische Weichling. Wo ist er? Boindal und ich werden ihn suchen. Boindil und Bavragor. Helft der Stadtwache, wo immer ihr könnt. Du bist dir sicher, die beiden würden dir bei der Suche nach Goimgar keine große Hilfe sein. Okay. Ach, ich kann ihn gar nicht anklicken. Ach, wie soll ihn suchen? Okay. Na, wo hat sich der Kleine versteckt? Wo hat er sich versteckt? Kann man mit irgendwem reden? Nee. Okay. Wo ist er? Oh, ein bisschen mal hier hoch machen. Gucken wir mal im Zelt. Zelt betrachten. Früher haben regelmäßig fahrende Schausteller solche Zelte vor Lothionans Stollen aufgebaut, um den Bediensteten und den Famuli mit Theaterstücken, Gesangsdarbietungen und allerlei Schabernack etwas Geld aus den Taschen zu ziehen. Der unglaubliche Rodario.
Kommet, werte Spectatores, kommet und sehet das Theater Curioso mit seiner Schauspielgröße, dem unglaublichen Rodario, der geheimnisvollen Armora und dem genialen Magister Technicus Furgas entführt euch in eine andere Welt. Nun sehet und höret, werte Spectatores, die Wahrheit über Nudin, den Wissbegierigen, der sich unter grauenvollen Umständen der anderen Magi entledigte und das geborgene Land ins Unglück stürzte. Das geborgene Land, es wird mein sein! Lord Ionan? Du hattest einen Fehler getan, als du Frala und die anderen... Als du Frala und die anderen ermordetest. Erschrocken stellst du fest, dass du nicht weitersprechen kannst. Du spürst einen Kloß im Hals und deine Augen beginnen zu brennen, als Bilder vom Stollen und Sintoras vor dir auftauchen. Ich sehe, mein erster Schlag hat dich getroffen, Unterirdischer. Oh, wie sie geschrien haben. Wärst du doch nur da gewesen, um ihnen zu helfen. Ehe du dies versiehst, überkommt dich der Hass auf denjenigen, der dein Zuhause zerstört und deine Liebsten getötet hat. Ich werde dich töten, bei Vrakas. Du wirst es vielleicht versuchen, und ich werde meinen Spaß daran haben. Wen soll ich mir als nächstes vornehmen, hä? Wer bedeutet dir in deiner Reisegruppe am meisten? Du willst nicht an den Spielchen des Alps teilnehmen und presst deine Lippen fest aufeinander, während du über Fluchtmöglichkeiten nachdenkst. Ah, hierher! War das ein Alp? Wenn wir uns beeilen, kriegen wir das Langohr noch. Alarm! Alarm! Die Orks greifen an! Kommt, wir müssen die Mauern verteidigen. Tja, dann nehmen wir die, ne? So. Ja? Bin unterwegs! Das ist Pech für dich! Oh, sie kommen hier hoch. Hier kommt ein Ende! Zerstöre 5 Leitern und 30 Orks, okay. Du kannst gleich mal... Ja? Stehst du? Sehr gerne! Der macht's nicht mehr lang! Ein Tunnel. Angriff! Für Vrakas! Einverstanden! Ja? Schluss komm damit! Her, du. Tunnel zerstören! Angriff! Oh, hier kommt der das Hammer! Das ist Pech für dich! Du kannst auch einen Hammer schwingen, du machst auch gleich die Leiter kaputt. Zack. Mach dich bereit! Und weiter! Schluss damit! Was denn? Wo ist der Nächste? Jetzt macht doch mal einer die Leiter kaputt. Was ist? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Du hast ehrenhaft gekämpft, doch du wurdest besiegt. Hä? Schwierig einfach. Warum wurde ich besiegt? Habe ich mich gerade selber getötet mit dem Schlag? Hä? Das war jetzt ja komisch. Okay. Egal nochmal. Ja, die haben auch alle nur halb Leben. Ich verstehe das gar nicht. So gut wie erledigt. Einer unterwegs. Lass nicht zu viele Orks in die Stadt. So gut wie erledigt. Er kommt hier hoch. Mensch, es geht doch hier hoch. Was ist denn los bei euch? Hier kommt ein Ende. Also los da. So. Ja? Tungdil. Wo ist der Nächste? Schluss damit! Auf den Weg!
Das ist Pech für dich. So, Tungnil, du machst die Leitern kaputt. Ach, sehr gerne. Ja? Erledigt. Leiter, nächste Leiter. Das ist Pech für dich. So, wer steht vorne? Einer weniger. Macht die Leiter kaputt, Leute. Und weiter. Ja? Und weiter geht's. Das ist Pech für dich. Abscheuliche Kreatur. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Gemetzel, du. Du kannst das allgemein machen. Und ich hab gar nicht so viel zugeschlagen. Hammer. Nächste Leiter. So, da bist du platt. Ihr kommt auf jeden Fall da. Und weiter. Eine Leiter haben müssen wir noch. Das ist wie erledigt. Das ist Pech für dich. Abscheuliche Kreatur. Na schon mal. Weiter geht's. Das ist Pech für dich. Wo ist denn die letzte Leiter da? Sehr gerne. Boah, zerstören. Das ist Pech für dich. Für Vrakas. Oh, eklig. Also noch ein paar Orks töten. Mach es dann. Ja. Zu einfach. Sofort. So gut wie erledigt. Rein in die Orks. Und jetzt, solche Kreatur. Okay, ich muss erstmal wohin. Sehr schön. Boin Deal. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Sehr gut, wir können sie aufhalten. Was zum Sintoras? Du wünschtest, es wäre anders. Aber dir ist klar, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist. Zum Seitentor. Das ist unsere einzige Chance. Ja? Einverstanden. Für Vrakas. Schluss damit! Wo ist der Nächste? Angriff! Sofort! Bin unterwegs! So, dann müssen wir uns erstmal nochmal alle töten. Zack. Du kannst das auch anmachen. Ja? Jo? So gut wie erledigt! Jo? Schluss damit! Sofort da! Mach dich doch nur, Vrakas! Wer ist denn vorne? Er ist vorne. Zack. Bin unterwegs! So gut wie erledigt! Schluss damit! Na komm, euch töten wir nochmal schnell alle. Abscheuliche Kreatur! Bin unterwegs! Zack. So, komm, tötet sie! Und jetzt? Er hat sich ja kaum gewehrt. So gut wie erledigt. Und jetzt? Bam, einer weniger. Bin unterwegs. Innerstadt. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Nein, wo willst du denn hin? Was denn? Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Jetzt. Oh, die Flucht aus der Stadt. Sie ist abgeschlossen. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Vielleicht könnten wir da behilflich sein, werte Herren. Geht beiseite. Seid ihr Diebe? Mitnichten. Wir sind Künstler und Menschen mit besonderen Talenten. Sagt, Freunde, da ihr Mirfodania offensichtlich auch verlassen wollt, hättet ihr etwas dagegen, wenn wir uns euch anschließen? Der unglaubliche Rodario.
Oh, ein Verehrer meiner Künste? Wer hätte das gedacht? Ich bin in der Tat der einzig wahre, der unglaubliche Rodario. Der werte Herr hier ist Furgas, der beste Magister Technicus seit Menschengedenken. Und zu guter Letzt die bezaubernde Narmora, deren Schönheit die Rosen am Haus des Bürgermeisters vor Neid verdorren lässt. Alles Weitere sollten wir vielleicht bereden, wenn wir aus diesem Schlamassel raus sind. Wir haben eine lange und gefährliche Reise vor uns. Ich glaube nicht, dass ihr euch unserer Reisegruppe anschließen wollt. Eine epische und gefahrvolle Reise? Das klingt nach einem Abenteuer und außerdem habe ich gesehen, dass ihr mit euren Waffen umzugehen versteht. In diesen unsicheren Zeiten bietet eine große Reisegruppe den besten Schutz. Meint ihr nicht auch? Ich weiß nicht. Noch immer strömen Orks durchs Tor und über die Mauer. Du beschließt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen ist. Also gut, gehen wir. Nichts wie weg hier! Bei den Ersten sind wir sicher. Die Ersten? Die Pracht ihrer Hallen soll keinesgleichen kennen. Und ich habe gehört, sie haben faszinierende Konstruktionen, Furgas, die fast an Magie erinnern. Es ist offen. Gehen wir. Oh, da war es auf einmal weg. So, Leute, wollen wir mal gucken, wo wir jetzt landen. So. Das sieht sehr schön aus. Boah, da haben wir aber auch jede Menge jetzt. Weiter. Oh, ein bisschen Geld gab's. So, Leute, aber ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Mit Überlänge. Ja, was soll ich sagen? Heute haben wir wieder eine Stadt. Gut, wir haben sie nicht befreit, wir haben sie in den Stich gelassen, wir sind echt abgehauen, aber es waren auch zu viele Orks, das hätten wir nicht geschafft. Wir haben Ronald, den Unglaublichen, kennengelernt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr nächste Woche sehen wollt, wie es weitergeht, wenn wir zu den ersten reisen, schaltet ein. Ich danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und tschüss.